Heute zeige ich euch ein Rezept für Bananenbrot. Und mein allerlieblingsrezept für Bananenbrot, und zwar Chocolate Peanut Butter Bananenbrot mit Haferflocken, ohne Butter, ohne Öl, ohne Mehl, ohne Zucker, nur mit Datteln und Bananensüße. So ganz, ganz gesund. Ihr könnt es zum Morgen essen, ihr könnt es vor dem Sport essen, nach dem Sport, am Nachmittag oder auch vor dem ins Bett gehen. Und ich brauche nur meinen Foodprocessor und meinen Backofen. Das zeige ich euch jetzt gerade. Enjoy! Banane, Hafer, Zimt und Peanuts ist einfach eine Kombination vom Himmel. Wenn ihr das noch nicht probiert habt, ihr könnt auch Granola damit machen, ihr könnt auch ein Müsli damit machen. Ihr könnt auch in euren Haferflocken einfach Peanut Butter und Banane rein tun und Zimt. Die Kombination, egal in welcher Form, die ist einfach etwas vom Besten, was es gibt. If you haven't tried it yet, try it and let me know if you like it. Das Brot ist jetzt am Backen, wir müssen jetzt etwa 15 Minuten lang gedulden und dann können wir es rausnehmen, dann können wir es probieren, dann können wir es anschneiden und dann können wir schauen, ob es aus der Form rauskommt und ob alles so funktioniert, wie ich es will. Aber es sollte gut funktionieren. Ich habe mir einen kleinen Baking Hack zu Hilfe geholt, und zwar der Spray, und anscheinend mit dem Spray kommt alles zur Form raus. We will see. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spass beim Backen und natürlich noch mehr Spass beim Essen. Tschüss!